Was geht ab, Leute? Willkommen zurück im Goat Simulator. Ladies and Gentlemen, wir sind wieder back. Die gute alte Ziege und ich. Das hier ist Günther, das hier ist Lars. Was geht ab, Leute? Was geht ab, Günther? Hallo. So, meine Damen und Herren, wir haben in der letzten Folge mega krasse Sachen gemacht und heute geht es weiter. Warum werde ich hier schon wieder direkt zum Anfang getreten? Was wollen Sie von mir? Gehen Sie weg! Oh, die Polizei hat die gute Dame auch schon festgenommen. Ja, richtig. Nehmen Sie diese Frau fest. Sie hat eine arme Ziege verletzt. Eine echte Verhaftung habe ich auch noch. Was machen die denn da? Der hat die ja richtig zusammengefaltet wie so ein Stück Papier. Ey, das sieht aber nicht bequem aus. Wo rennt die denn jetzt hin, die Polizistin? Da, rein ins Auto. So, festgenommen. Hä, was willst du jetzt machen? Oh, der Polizist wurde auch umgefahren. So, das ist auf jeden Fall ein super cooler, rasanter Anfang. Und heute wollte ich mit euch zusammen einfach mal diesen Luftballon aufpusten. Ist das eine Ziege oder eine Katze? Ich weiß es nicht. Sieht aus wie eine Ziege. Ja, den wollte ich einfach mit euch zusammen mal ganz, ganz groß machen. So, und weiter geht's. 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 Oh, ich würde mich da gerne dranhängen. Geht das? Ich glaube, das ist jetzt schon zu spät. Ah ja, okay. Schade, da hätten wir, glaube ich, mitfliegen können, wenn ich mich dran gehängt hätte. Naja, oder wir können uns vielleicht so dranhängen, wenn wir... Vielleicht irgendwie so? Ja, das könnte was werden. Das könnte vielleicht klappen. Passt mal auf, Leute. Ich hole uns das jetzt. Achtung, ich hänge mich da jetzt dran. Nee, das ist zu weit oben. Naja, okay. Egal, wir haben es auf jeden Fall hingekriegt. Jetzt fliegt hier einfach so ein Ballon durch die Gegend. Toll! Ist ja noch nicht so, als ob wir das Spiel schon kaputt genug gemacht hätten. Ja, auf jeden Fall ist das möglich. Ich glaube, da kann man sich auf jeden Fall dranhängen. Komm, wir probieren das jetzt aus. Ich will wissen, ob es klappt. Ich will wissen, ob es klappt. Hallo, was geht denn hier ab, Mann? Die Leute sind hier voll am Durchdrehen. Okay. Wo ist es? Wo ist es? Da! Och, Mann, jetzt ist es an uns vorbeigeflogen. Ja, okay. Wo ist er hin? Da! Er fliegt da! Hier runter grinden. Ich schwör's euch, Leute, ich habe das Gefühl, wir werden hier gleich zersägt. Da ist es. Oh, nice. Das nehmen wir uns auch mal mit. Ja, okay, der Ballon ist zu schnell am Fliegen. Bin mir nicht sicher. Vielleicht fliegt er einfach nur so seine Runden die ganze Zeit. Okay, also da kommt er gerade. Boah, ist der schnell. Boah, ist der schnell. Okay, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Way to go. Wenn wir das hinkriegen wollen. Ja, okay. Er fliegt hier auf jeden Fall wieder entlang. Ich glaube, das geht. Und das ist eine Ziege, Leute. Ich sehe es. Es ist eine Ziege. Ganz stark das Gefühl, dass das hier klappt. Okay. Okay. Ist es nah? Ja! Ja, ich häng dran! Ja, ich häng dran! Es klappt! Wir sind wie an so einem Bungee-Seil. Aua. Es funktioniert. Aua. Oh. Oh mein Gott, mal gucken, wie hoch wir jetzt noch kommen. Es hat funktioniert. Nice. Alter, wie cool. Flieg, kleine Ziege. What the frog? Flieg. Es klappt einfach. Ist das dumm, wie wir hier hängen? Wie dumm ist das? Stellt euch mal vor, ihr fliegt so... Es fliegt einfach so ein Ballon an euch vorbei. Hä? Es geht ab, Mann. Ich weiß zwar nicht, was der Sinn davon ist, aber... Ja, wir fliegen auf jeden Fall ganz schön hoch damit. Das ist schon krass. Also das ist wirklich ein Flug. Der hat sich gewaschen, Leute, sag ich mal. Oh je. Fliegen wir hier vielleicht an dem Gebäude vorbei? Das wäre ganz cool, weil dann könnten wir vielleicht sogar eine Runde mit unserem UFO fliegen. Das würde ich auch noch gerne machen. Dann könntest du mich jetzt hier rauslassen, Minion. Einfach einmal und einmal absteigen, bitte. Bam. Perfekt gelandet. Ich sag's euch. Entschuldigung, gehen Sie mir mal bitte aus dem Weg. Danke. Jetzt einmal nach oben und wir holen uns ganz kurz das UFO. Ich wollte heute mit euch eigentlich was völlig anderes machen. Oh nein. Oh nein, Tornado. Bitte nicht, Mann. Hau ab. Nein! Okay, war kein Problem. So, können wir uns das hier holen, ohne dass wir runterfallen? Ich glaube nicht. Wir machen es nicht, Leute. Okay, wir haben uns das UFO gesnackt und jetzt wollte ich mit euch zusammen nämlich wohin gehen? Fliegen. So, wir fliegen jetzt nämlich an einen ganz, ganz besonderen Ort, denn dort, das hat sich gereimt, gibt es nämlich noch ein paar, ja,
Quests, Secrets, wie auch immer man es nennen mag, die wir noch erledigen müssen. Einige sogar noch. So, nämlich müssen wir hier wieder in die Nähe von der Anfangsstadt. Das ist... Oh, wow. Hier passieren aber ganz schön viele verschiedene Wetter. Was? Es ist erst so blau, dann wird es grau, dann ist es auf einmal... Dann sehe ich auf einmal nichts mehr, weil Nebel ist. Irgendwie ist das alles ein bisschen weird. Wir müssen hier landen. Stopp! Hilfe! Wie komme ich hier raus? Ich will aussteigen. So, perfekt. Hier sind wir nämlich hergekommen. Das hier ist unser Zuhause, Leute. Ja. Und hier in unserem Zuhause gibt es... Oh, ein Sattel! Lecco mio, was ist denn das? Ein Sattel! Tatsache! Oh mein Gott! Ein Sattel! Cool! Kann ich jetzt Leute satteln? Nein, was? Das ist ja übel insane. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Übel krass, Mann. Und ich sehe gerade hier eine leckere Statue, Leute. Eine leckere Statue, habe ich gesagt. Gib mir die Statue. Yeah, Vorwärtssalto. Nice. So, übrigens. Oh, jetzt, wo es mir einfällt. Oh mein Gott. Wir müssen uns noch ganz, ganz dringend den Tony Shark kaufen, Leute. Der fehlt uns nämlich noch. Plus noch die Giraffe, aber die holen wir uns irgendwann anders. Aber wir holen uns Tony Shark. Den fand ich nämlich übelst nice. Und nein, seine linke Flosse ist, seine rechte Flosse ist kaputt. Passt mal auf. Ich wollte mit euch zusammen, nämlich hier der Tony Shark. Jawohl! Yippie! Bah. Genau, wir haben ja auch diese eine Flosse, also die Schwanzflosse, glaube ich, oder Rückenflosse ist das, glaube ich, ne? Haben wir sogar mal aus diesem einen Tempel bekommen, als wir den Damm kaputt gemacht haben. Falls ihr es nicht wisst, Leute, schaut euch die letzten Folgen an. Genau, und dementsprechend gab es dieses Rückending. Da, das da. Und jetzt haben wir einfach zwei Rückenflossen, was so gar keinen Sinn macht. Guck mal, wir haben einfach zwei Rückenflossen. Aber wenn wir jetzt F drücken, können wir wie ein echter Hai... Boah, ist das schnell. Boah, das ist übelst schnell. Guck mal. Oha, was? Der weiße Hai greift an. Aua. Mega krass. So ist es ja schon voll schnell. So ist es ja schon übelst schnell. Sind wir als Goat genauso schnell? Zack. Nee, ne? Wir sind langsamer als Goat. Ich glaube tatsächlich, dass wir hiermit die schnellste Fortbewegung gefunden haben. Guck mal so. Das ist definitiv schneller. Aua, aua, aua. Guck mal, wenn wir so fahren, das ist schon sehr, sehr schnell. Und dann unter Wasser gehen, das ist noch schneller, oder? Oder? Bilde ich mir das nur ein? Keine Ahnung, Leute. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr denkt, das ist schneller. Ich würde schon sagen, dass es schneller ist. Guck mal, das macht schon einen schnellen Unterschied. Keine Ahnung. Egal, das war eigentlich nicht das Ding, was ich machen wollte. Das ist bei mir gerade einfach so in Sinn gekommen. Ihr seht so dumm aus, Mann. Oh, Mann. Er hat einfach zwei Schwanzflossen oder zwei Rückenflossen jetzt. Oh, yeah, Tony Shark. So, ich verwandle mich mal ganz schnell wieder zurück in die normale Ziege. Den hier können wir uns irgendwann anders holen, die gute alte große Ziege. Was ist eigentlich das da? Das haben wir noch nicht freigeschaltet. Das müssen wir noch machen. Das müssen wir echt nochmal nachholen. Irgendwie ist das Mensch oder sowas, den man hier freischalten kann. Das wäre insane cool, wenn wir da noch irgendwas kriegen könnten, ey. Müssen wir mal schauen. So, also, ich würde sagen, wir ziehen uns jetzt erstmal wieder schwimmbar, Leute. Wir sehen aus, als wären wir Profi-Schwimmer mit dieser Rückenflosse noch. Und natürlich auch die Taucherbrille am Start. Sieht einfach nur Sneaker aus. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Denn es gibt hier irgendwo dieses Becken, wo man mit die Sachen wegsprengen kann mit den Fischen. Wisst ihr, was ich meine? Das haben wir irgendwie in den letzten Folgen gefunden. Aber ich bin nicht sicher, wo das jetzt gerade nochmal genau war. Mach mal die Wassermelone da rein. Ich will jetzt eine riesen Wassermelone hier machen. Warum ich das hier gerade mache, Leute? Keine Ahnung. Ich will einfach mal eine große Melone haben. Okay, ich habe eine Riesenmelone gemacht. Warum? Keine Ahnung, Leute. Ich fand es einfach nur cool. Yeah, jetzt haben wir eine riesengroße Wassermelone. Ich weiß nicht, was wir damit machen wollen. Vielleicht geben wir das einfach hier ins Wasser rein. Weil es ist ja eine Wassermelone. Haha. Ja, also, ich habe auch eben herausgefunden, dass man, wenn man sich hier so ein Huhn schnappt, ja, dann kann man das groß machen. Guck mal. Boing. Und dann kann man einfach da draus Riesenhühner machen, Leute. Ja, und es gibt hier nämlich auch ein Secret, auch mit einem Riesenhuhn. Und das werden wir uns jetzt gleich auch nochmal angucken. Aber erstmal, yo, Junge, es ist einfach das Riesenhuhn.
Das XXL Chicken. Boah. Oh mein Gott. Was mache ich hier gerade? Es ist so dumm. Ich mache einfach einen Riesenhuhn. Yo, ist das groß. Ich glaube, irgendwas stimmt nicht mit diesem Huhn. Oh, das bewegt sich wie so ein Spielfehler sieht es einfach aus. Ich glaube, dafür ist das Huhn nicht gedacht. Dafür gibt es ein anderes großes Huhn. Ich nehme meine Wassermelone wieder mit. Und genau, ich wollte mit euch zusammen erstmal dieses Angeln gehen. Das habe ich ja eben schon gesagt. Das ist mit diesem Dynamit, ne? Ich glaube, das war da hinten irgendwo. Da. Da müssen wir hin. Okay, kurz noch die Statue geschnappt. Und dann gehen wir mit unserer riesen Wassermelone weiter. Lars und seine Wassermelone auf Tour. Ey, da ist ja noch ein Dings. Cool, hier sind alles... Wir brauchen halt wirklich alle Trophäen, Leute. Denn wenn wir alle Trophäen bekommen, dann ist es möglich, dass wir nämlich ein richtig, richtig, richtig neues, krasses Secret freigeschaltet bekommen, Leute. Das müssen wir unbedingt machen. Und ich muss auch gucken, wo gibt es hier dieses Riesenhuhn? Das muss hier auch irgendwo sein. Keine Ahnung. Egal, wir machen jetzt erstmal das Ding. Oh, da ist meine Wassermelone. Was ist das hier? Was machen wir jetzt hier? Rainer. Gut, einfach mal direkt dran vorbei. Okay, ich hab getroffen im Wasser. Oh, Junge. Hat funktioniert. Okay. Oh. Schnell rein da. Oh, war das krass. Einfach getroffen. So. Okay, Fischen in Massen. Was ist jetzt? Haben wir... Ah, guck mal da. Oh, was? Wir haben... Meerjungfrauenkamm? Hä? Was kriegen wir jetzt dafür? Wir haben hier irgendwas... Lass das mal ausprobieren. Hä? Das haben wir auch noch nicht ausgetestet. Was? Check das mal aus. Das haben wir auch gemacht, die Quest. Guck mal, das haben wir ja auch freigeschaltet. Die Arche haben wir auch. Dann Helium-Chaos. Ey, ich glaube, das Helium haben wir bekommen, als wir vorhin dieses Fliegding da gemacht haben, ne? Kaufen wir. Das hier ist, trage eine Zauberbohne. Verwende Elf, um eine Zauberbohne zu pflanzen. Eins neben sie, um sie wachsen zu lassen. Okay, die Arche. Ein tragbarer Zoo. Dann haben wir noch einen Gummiwerfer. Den kaufen wir auch nochmal. Satellitenschüssel. Keine Ahnung. Und das Nadelkissen. Aber... Wir können Fische schießen? Ernsthaft? Ist das Secret von dem Ding? Oder ist das hier... Tatsache. Wir können Fische schießen. Okay, also es ist auch wie so eine Art Waffe, die wir jetzt haben. Keine Ahnung, was das bringen soll, aber wir haben es. Wir haben es jetzt auf jeden Fall. Cool. Aber was hat das hier nochmal gebracht? Was hat das hier gebracht? Okay, das da haben wir auf jeden Fall. Die Bazooka, das da bringt was. Hä? Oh, was? Wir können damit Sachen zum Fliegen bringen. Cool. Guck mal hier, wenn ich die jetzt abschieße... Ciao. Und ab geht's. Kann es mal aufhören, jetzt hier alles so rumzubouncen die ganze Zeit? Stopp, es reicht. Es reicht. Okay, also wir können auf jeden Fall damit Sachen zum Fliegen bringen. Das ist super cool. Mit dem Helium-Chaos. Hier haben wir die Oma aus den letzten Folgen. Oh mein Gott, die Oma, ey. Und hier haben wir die Arche. Wir können Tiere spawnen. Ich sag euch ehrlich, Leute, ich habe keinen blassen Schimmer, woher diese Arche ist. Ich kann es mir nicht erklären. Kann sein, dass es von diesem Oktopus kam, dass, als wir den gemacht hatten, dass wir das damit irgendwie freigeschaltet haben. Aber ansonsten kann ich mir darauf keinen Reim machen. Joa, Nadelkissen können wir eigentlich auch mal kaufen und die Satellitenschüssel. Was bringt beim Nadelkissen? Oh, man kann Nadeln schießen. Kann hier die Leute abballern mit so Nadeln. Bringt eigentlich nicht viel, ist aber trotzdem ein cooles Ding. Ja, Sushi auf dem Rücken und 50 Shades of Early Grey. Keine Ahnung. So, tolle Sache. Ich bin aber immer noch auf der Suche nach diesem Stall von dem Riesenhuhn. Weil ich habe das nämlich in der letzten Folge, habe ich es, glaube ich, gesehen. Wo ist das denn nochmal? Guck mal, da ist auch ein Riesenhuhn. Jawohl. Ist es unser Huhn, das, was hier so rumgebackt hat? Ich habe keine Ahnung. Wo ist es denn? Ey, guck mal, ich habe gerade herausgefunden, wenn wir hier auf zufällig gehen, kriegen wir die ganze Zeit so richtig weirde Outfits, Mann. Yo, was ist das für ein Schrott? Stimmt, wir müssen sogar tatsächlich nochmal was ausprobieren. Nämlich ist das diese Bohne. Die haben wir noch gar nicht getestet, die Bohne. So, jetzt machen wir hier. Ach was, mehr passiert da nicht?
Der kann gar nicht mehr mähen. Warum kann er nicht mähen? Wo ist das Problemchen, mein kleiner Freund? Keine Ahnung, geht irgendwie nicht. Ich kann nicht mähen. Guck mal, er macht es, aber es kommt kein Geräusch. Er ist einfach stumm. Okay, klappt nicht. Vielleicht in den nächsten Folgen, kein Plan. Guck mal, wir haben hier auf jeden Fall auch ein großes Huhn. Aber wo ist dieses... Wo ist dieser Hühnerstall? Ich suche einen ganz, ganz besonderen Hühnerstall, Leute. Was? Wir haben Goldhörner freigeschaltet. Oh, krass, Mann. Ich habe gerade einfach nur das Ding eingesammelt. Oh mein Gott. Okay. Digilu, Digili, Lay. Unbedingt heute noch googeln. Leute, ich google das jetzt. Es ist irgend so ein komisches Lied. Keine Ahnung, Leute. Irgend komisches Lied ist das einfach nur. Was? Was? Oh mein Gott, habt ihr das gerade gesehen? Wie random. Man kann sich einfach mit so Satelliten teleportieren. Lol. WTF, Mann, was geht hier ab? What the frog, Leute? What the frog, was geht hier? What the frog, man kann sich einfach mit so Satelliten teleportieren. Wie übel krass ist das bitte? Guck mal, den Statue hole ich mir jetzt noch. Boom. Nice. Okay, hier... Irgendwo muss es doch sein, oder? What the frog? Hier irgendwo ist es, Leute. Also hier ist auf jeden Fall ein Huhn, aber das ist nicht das Huhn. Das, was wir suchen, ist noch größer. Noch viel, viel größer. Hier ist es irgendwo, Leute. Ich rieche es. Ich kann es riechen. Ich rieche es. Ich rieche es. Hier irgendwo. Ganz, ganz in der Nähe sind wir gerade. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich glaube, da vorne ist es. Jawohl. Ja, hier ist es, glaube ich. Oh mein Gott, ich habe jetzt eine halbe Stunde hier rumgesucht, ey. Okay, so. Ist auch echt krass versteckt. Also, wir sind hier ja schon mal vorbeigelaufen, ja. Und da habe ich gesagt, da versteckt sich ein Huhn drinne, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt hatte. Aber ja, jetzt wisst ihr es auf jeden Fall. Hier laufen ja die ganze Zeit schon so große Hühner durch die Gegend. Und das ist zum Beispiel auch ein großes Huhn. Aber es gibt noch größere Hühner. So, dafür muss ich mich jetzt mal ganz kurz umziehen. Ich finde es so krass, dass wir einfach goldene Hörner haben jetzt, Leute. Mega heftig. So, wir müssen uns, glaube ich, irgendwas anziehen, was schießen kann. Also der hier, dieser komische Meerjungfrauenkamm, der kann schießen. Und das hier lassen wir an. Den Rücken machen wir aber frei und probieren es dann so. Genau. Denn wir müssen uns jetzt hier hinstellen und müssen irgendwas, glaube ich, da drauflegen. So vielleicht. Zack. Das legen wir jetzt mal hier drauf. Und dann schießen wir mal dagegen. Und dann... Oh mein Gott. Oh mein Gott, was? Das ist ja noch viel... Hausgezüchtetes Huhn. Frisch gemachte Eier. Aber was haben wir jetzt dafür bekommen? Ich habe keine Ahnung. Haben wir irgendwie... Weiß ich gar nicht. Wir haben auf jeden Fall ein Megafon und sowas. Eine Glühbirne. Oh, was? Also hier auf jeden Fall noch eine ganz schöne Menge Stuff, den wir noch gar nicht freigeschaltet haben hier unten. Aber was man halt so bekommt, wenn man Sachen sozusagen erledigt und sowas. Junge, wie crazy. Guck mal, hier auch ein Aquarium. Übel cool. Hier einfach so eine Ziegenmütze. Ein Fanartikel. Eine Maske. Einen Armeehelm. Und keine Ahnung. Kann das Huhn auch uns essen, zufällig? Das würde mich mal interessieren. Hallo. Na, wie... Oh mein Gott, der kann uns einfach essen. Nein. Ich habe einfach ein neues Secret entdeckt. Lol, ich bin in einem Ei. Oh mein Gott, wir haben einfach ein neues Secret entdeckt. Alter. Ich denke, das ist nicht so gewollt. Krass. Ich glaube, ich bin der Erste, der das hier irgendwie gemacht hat, Mann. Ich wusste, also wie heftig. Wie cool. Und boing, wir sind draußen. Yee. Okay, das hat sich definitiv gelohnt zu suchen. Und boom. Wenn ich hier rumplörke. Ey, wie krass, Mann. Naja, gut. Leute, wir haben auf jeden Fall heute hier einiges geschafft. Lasst ein Like da wie immer. Bis morgen. Haut rein. Ciao.